Genau, dann machen wir weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln, beziehungsweise dem einen Detective Conan Weekly Kapitel, das jetzt am morgigen Montag hoffentlich in Deutschland erscheint und letzte Woche Mittwoch schon in Japan erschien. Und worum es da so in etwa geht, das weiß wie gehabt Lasse. Ja, genau. Ich fasse das jetzt erstmal sehr grob zusammen, weil wir haben bisher, wie gesagt, nur das eine Kapitel. Conan, Ran, Sonoko und Masumi sind auf einer Party. Conan ist krank, er hat eine Mundhöhlenentzündung, weil er was zu Scharfes gegessen hat und muss dafür Medizin nehmen, hat aber versehentlich die Medizin in denselben Behälter gepackt, wo er auch das Gegenmittel für das APTX aufbewahrt, was er noch von Kyoto übrig hatte. Und es kommt natürlich, wie kommen muss. Masumi erspäht die Pille und Con wimmelt sie zwar ab, aber verhält sich dabei natürlich ein bisschen sehr nervös, was natürlich Masumi gleich ihrer Mutter petzt. Und ihre Mutter sagt, das ist bestimmt das Gegenmittel. Offenbart dabei auch, dass sie auf der Vauxhall Bridge in London vergiftet wurde mit dem Mittel, das sie geschrumpft hat. Die Vauxhall Bridge in London liegt übrigens direkt neben dem Hauptquartier von MI6, was am Vauxhall Cross liegt, also das ist dann relativ logisch. Kann man tatsächlich in dem Bild, woran sich Mary erinnert, auch sehen. Dort wurde sie jedenfalls vergiftet. Wie und was genau das jetzt nun bedeutet, weiß man nicht, denn die Vauxhall Bridge ist ziemlich genau in der Mitte von London, also wirklich buchstäblich, wenn man sich eine Karte ansieht, wie sie da irgendwie vergiftet worden ist. Meine Vermutung ist ja, ihr wurde das Gift so reingeschoben und dann wurde sie in die Themse geworfen. Das wäre vermutlich die einzige Möglichkeit, um das irgendwie halbwegs unauffällig hinzukriegen. Jedenfalls sagt Mary, holen uns das Gegenmittel ran. Und Masumi sagt, okay. Aber bevor sie das vermutlich tun kann, stirbt einer der Partygäste dort, wo Gon, Ran und Masumi eben eingeladen sind, und auf seiner Stirn stehen die Worte Strafe des Himmels geschrieben. Da gab es also scheinbar irgendwelche Rachegelüste gegen eine Person. Und daraus ergibt sich dann ein neuer Fall, also ein Mordfall, während sich Gon und Masumi vermutlich sehr argwöhnisch gegenüberstehen und Masumi etwas von Gon will. Ich hoffe ja, dass Conan zur Abwechslung mal Masumi austricksen kann und sie nicht alles wieder bekommt, was sie will, aber das müssen wir dann erstmal schauen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass sie dann am Ende dieses Erkältungsmittel mitnimmt oder so und dann, ja, Cool, ja. passiert gar nichts. Oder Mary wird wieder gesund, weil sie gerade eben erkältet ist oder so und denkt, juhu, und dann, Moment, ich bin aber nicht größer geworden. Was ist jetzt los? Ja, das wäre lustig, aber etwas schwer, weil die Erkältungsmedizin so kleine kreisrunde Tabletten sind und das APTX-Gegenmittel so eine relativ große Pille. Aber von der Idee her nicht schlecht. Vielleicht lässt sich ja Conan noch was einfallen dafür. Wir werden es erfahren. Das war ein Ausschnitt aus dem Conancast, einem Detektiv-Conan-Podcast von Fans für Fans. Den vollständigen Podcast findest du auf unserer Website conannews.org.